Heyo Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zum Casino Heist DLC in GTA 5, meine Freunde. Ich bin ultra gehypt, Leute. Es tut mir leid, gerade eben ist der PC abgestürzt. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier nochmal neu starten. Inshallah klappt jetzt alles, meine Freunde. Ansonsten bin ich nämlich echt am Verzweifeln, wenn es jetzt nicht gehen sollte. Wir gehen direkt in GTA 5 rein. Ich habe ja auch schon direkt ein bisschen Musik rausgesucht. Also Leute, das jetzt hier der dritte Versuch. Und wenn es jetzt hier gleich nicht gehen sollte, dann wie gesagt, Leute, dann tut es mir leid. Ich glaube, dann kann ich heute nicht streamen. Da ist hier alles komplett neues Setup hier bei Philipp aufgebaut. Der ist ja gerade unten am Streamen. Und einfach gerade eben, es war alles eingestellt, alles lief. Auf einmal ist, ich höre nur so ein Störsignal, so ein Krrrr, und der PC stürzt ab. Ich dachte mir so, nein. Nein, die ganzen Leute. Egal, alle guten Dinge sind drei, Leute. Wir sind ja direkt in unserem Account. Wir haben die Autos schon bestellt. Wir wollten die gerade tun. Ich will ja gar nicht lang. Ich will euch jetzt. Also, ich werde jetzt hier gar nicht lang rumlabern. Weil ich jetzt einfach schon so viel Zeit verschwendet habe. Bei Gott, Leute, es tut mir leid. Ihr kennt mich. Ich bin jeden Tag am Durchziehen. YouTube ist bei mir heilig. Ich gebe immer alles. Ich habe gerade so ein schlechtes Gewissen. Weil es einfach so unprofessionell ist. Es tut mir wirklich leid, Leute. Und bitte schreibt jetzt nicht sowas rein, wie es laggt. Also, bitte. Jetzt nicht pranken, okay? Also, alles aber jetzt nicht pranken, okay? Ja, deswegen. Digga, ey, ich krieg einen Ausraster. Warum ist denn jetzt hier schon wieder die Dinge aktiviert, die Musik? Man muss hier nämlich aufpassen, weil die Musik ist bei GTA 5 nicht Copyright gedingst. Audio. So, genau. Wir haben ja schon unsere Musik, die so hier im Hintergrund läuft. So. Let's go, Leute. Jetzt läuft aber alles, oder? Ne, laggen tut's nicht. Ich sehe, dass das keine verworfenen Frames sind. Alle mal eins in den Chat, wenn jetzt alles gut läuft. Musik läuft. Wir sind in GTA. Wir haben Cash. Wir haben die neuen Autos schon bestellt. Für alle, die vielleicht jetzt erst einschalten und davor die Fails... Für alle, die jetzt erst einschalten und davor diese Fail-Streams nicht gesehen haben, meine Freunde. Ganz kurz. Ich muss es einfach mal kurz zeigen, ja? Und zwar im Internet. Wir haben uns gerade diese beiden Autos bestellt, die sind Teil des neuen GTA-DLCs und zwar herzlich willkommen zum Diamond Casino Heist DLC. Das war einmal ein 5er BMW und irgendein Maserati, beide bestellt, 1,1 Millionen, 1,7 Millionen haben wir dafür bezahlt. Deswegen, ich glaube, die Autos sind schon krass, die wurden auch schon geliefert, deswegen fahre ich jetzt hier direkt schon. Okay, alle schreiben eins in den Chat, also scheint zu laufen, ja Leute, es scheint zu laufen. Ihr dürft es jetzt nicht mit meiner üblichen Qualität vergleichen, die ich sonst immer bei meinen Streams habe, weil natürlich ist das hier so ein bisschen, ich sag mal, Not-Setup, aber ich versuche natürlich trotzdem immer für euch die neuen Sachen zu zeigen, egal ob ich in Timbuktu bin oder bei Philipp bin. Sehr gut, Leute, Ehre, Ehre. Wir brettern jetzt hier direkt. Hört ihr auch die Musik im Hintergrund? Alle mal plus in den Chat, wenn ihr die Musik im Hintergrund... Digga, fall. Ich wollte auch das... Das Spiel ist übrigens heute das erste Mal GTA ohne Controller. Weil auch der Controller hier irgendwie nicht geht, Digga. Also... Aber egal, Leute. Ich nehm's einfach mit Humor. Ich nehm's positiv. Wir streamen heute an einem kompletten Notfall-Equipment-Setup. Egal, Leute. Let's go. Ich lass mich nicht rauspinnen. Ah, ne, haben wir ja schon bestellt. Warte, müssen wir jetzt liefern lassen. So, Mechaniker anrufen. Plus, ihr hört die Musik. Ist geil, die Musik. Ich feier das. Ey, Leute, was wollten ihr? Welches Auto sollen wir als erstes auftunen? Oh, nice, ihr hört die Musik. Findet ihr das cool auch so mit Musik? Also, ich weiß. Also, ich bin ganz ehrlich so zu euch, Leute. Ich freue mich ehrlich gesagt mehr auf den X5, auf den BMW X5, weil das so ein kranker SUV ist. Deswegen würde ich sagen, ein bisschen für die Spannung aufzuhalten, fangen wir mal mit dem Komoda an. Das ist diese Limousine von Maserati, also mit dem Maserati Sportwagen. Stellen wir erstmal den. Es laggt nicht. Dankeschön, Leute. Danke, danke, danke. So, wie gesagt, es sollte... So Gott will, funktioniert jetzt alles, sagen wir es mal so. Zack, okay, schau mal, check mal hier direkt meinen eigenen Stream. Doch, aber jetzt ist alles gut. Also jetzt, ehrlich, jetzt finde ich es ehrlich gut, Leute. Also, jetzt nicht die geisteskranke Qualität, aber es ist gut. So, okay, wir fangen wie gesagt erstmal mit den Tunings an, weil um diese neue Spielehallen, diese Arkaden zu kaufen, Leute,
um diese neuen Spielhallen, diese Arkaden zu kaufen, müssen wir erst zu Leicester gehen. Sieht aber schon, also ich finde, der sieht schon sportlich aus. Hinten mit dem fetten Diffusor, die Auspuffrohre. Ich glaube, den kann man krank tunen, Leute. Mal hier den Sound nochmal ein bisschen. So. Oh, nice, Leute. Lampatati Komoda. Here we go. Natürlich will man beste Panzerung gehen, da müssen wir gar nicht drüber reden. Bremsen, machen wir hier natürlich die Rennbremse rein. Stoßstange. So, oh, krank, Leute. Der hat ja richtig viel Tuning-Möglichkeiten bei den Stoßstangen. Krank, Digga. Okay, also so sieht der normal von vorne aus. Ich finde, es ist schon nicht schlecht, wie der quasi von vorne aussieht. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr, Digga. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Okay, fangen wir an. Und zwar haben wir hier einmal verlängerte Splitter. Und allein, ich finde, das sieht schon mal viel geil aus, weil der tiefer... Der wirkt einfach kranker, Leute. Der wirkt einfach krasser. Dann können wir den in Sekundärfarbe machen. Dann können wir den noch aus Carbon machen. Carbon finde ich auch immer cool. Boah, dann hier Straßensplitter. Der ist nochmal breiter. Boah. Ah ja. Dann können wir den Carbon-Straßensplitter machen. Oh! Hier so mit zu Kiemen. Oh! Diese Aerodynamik-Paket-mäßige. Alles mit Carbon hier. Also würde ich echt fast sagen... Oh mein... Also das sieht echt geil aus. Ich würde sagen, wir gehen hier eiskalt voll auf Carbon-Teile. So. Genau, dann haben wir Heckstoßstange. Alter! Was, Digga? Schau mal, so sieht normal aus. Ist schon nicht schlecht mit dem Diffusor. Bam, hier einmal Kiemen. Stark, Digga. Sehr stark. Wobei, ich bin hier gerade überlegen, ob das teurere hier wirklich das bessere ist. Weil hier finde ich eigentlich fast nur dieses Carbon-Teil besser. Also hier dann quasi das hier finde ich besser. Carbon und Flosse. LOL. Ey, feier ich. Man hat ja übelst geile Tune-Möglichkeiten hier. Feier ich, Leute. Da machen wir Motor natürlich. Da müssen wir aber immer nicht drüber reden, Leute. Motor natürlich immer beste vom besten. Auspuff. Digga, was? Oh, brutal. Okay, also wir haben hier einmal die Möglichkeit, dass der Standardauspuff so zwei fette Endrohre zu machen. Dann hier nochmal ein bisschen fettere, so ovale. 4 Stück, finde ich auch stark. Dann so ein bisschen so dieses Eckige, finde ich eigentlich auch nice. Geteilte ovale Auspuffe, das finde ich eigentlich nice. Ich finde eigentlich das hier am besten. Abgerundete Doppelauspuffe, finde ich, sieht am coolsten aus. Oder was meint ihr, Leute? Welchen Auspuff findet ihr am coolsten? Oder? Also finde ich, sieht am brachialsten aus, der Auspuff, meiner Meinung nach. Sprengstoff müssen wir nicht reinmachen. Okay, Motor, oh, Alter. Ganz schmackhaft, wie viele Tuning-Möglichkeiten wir hier haben. Oh, Bruder. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Also okay, wir schauen mal. Wir gehen mal alle durch. Man hat ja immer so diese Möglichkeit mit Sekundärfarbe, aber finde ich ein bisschen unnötig. Ich würde sagen, sollen wir hier bei dem Auto wirklich so voll auf Carbon-Teile gehen? Das wäre schon geisteskrank. Guck mal, wie das aussieht, allein mit Orange jetzt schon. Alles so orange-schwarz mit Carbon-Teile. Ja, sieht ja ganz krank aus. Oh, Bruder. Sollen wir so? Leute, sollen wir Carbon-Teil oder normal? Schreibt's mal in den Live-Chat rein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist mit dem Carbon. Aber sieht auch irgendwo krank aus. Na, hat was. Ich glaube, ich mach das einfach mal rein. Wir kaufen das einfach mal. Hupe. So, Xenon-Scheinwerfer ballern wir rein. Also bei so einem Tuning-Auto, Leute, mit solchen Tuning-Möglichkeiten... Okay, warte mal, was schreibt ihr denn? Carbon-Fire? Also wollt ihr... Ich gucke mal, ob ihr Carbon haben wollt. Musik ist cool, das freut mich. Farbe matt-violett, aha. Carbon so lassen. Okay, wir lassen Carbon, Leute.
Also manche schreiben immer noch in den Live-Chat, es würde länger, aber ich, also ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das ist ein Prank. Ich lasse jetzt hier einfach mal meinen Stream nebenbei laufen und guck mal wirklich, ob es Lags gibt. Ich sehe keine, also. So Neon-Kids, auch wichtig, Leute. Ganz wichtig. So Neon-Anordnung. Machen wir natürlich wie immer vorne, Heck, Seite, hinten, überall, Leute. So, Neon-Farbe. Also ich würde fast sagen, wir lassen diese Orange-Töne mit dem schwarzen Carbon. Das sieht schon sehr, sehr böse aus, meiner Meinung nach. Sollen wir den wirklich mal so orange-mäßig lassen? Ja, finde ich, hat schon was, hat was. Aber der Wagen braucht auf jeden Fall Untergrundbeleuchtung. Bin ich voll dafür. Dann kommen wir hier zu den Designs, Leute. Also ich schau jetzt gerade eine Minute lang meinen Stream und da laggt wirklich gar nichts. Da laggt überhaupt nichts. Also deswegen, ich glaube auch nicht, dass es laggt. Laggt nicht, ja. Okay, nice. So, dann kommen wir zu den Designs. Schauen wir mal, ob uns hier vielleicht irgendein Design überzeugen kann. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich nicht so der Design-Fan. Aber vielleicht kann uns ja hier was überzeugen. Hier Camouflage ist natürlich... Camouflage ist nicht schlecht, aber ich finde, das sollte über das ganze Auto... Obwohl... Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal weiter. So, hier so ein bisschen Camo, auch nicht schlecht. Sag mal, was haltet ihr davon? Wenn wir halt wirklich daraus so ein fettes Tuner-Auto machen, wäre das eigentlich schon in Ordnung so, oder? Yogarishima. Aha. Findet ihr das Design cooler, lieber normal lassen? Weil irgendwie, es hat was. Gerade mit diesem Orange, Leute, und dann dieses Schwarz-Weiß. Ich glaube, das ist krass, Leute. Das wird halt ein Full-Tuning-Auto. Ich glaube, sollen wir wirklich auf diese Full-Tuning-Schiene gehen, dann würde ich sagen, hauen wir das rein. Dann müssen wir da reinhauen, Leute. So, Spiegel, Carbon, alles Carbon, Junge. Feinste vom Feinsten hier. Nur das Beste für meine Autos. Was ist das? Diese Gummimatten finde ich aber ekelhaft. Also, die lassen wir aber weg. So, Nummernschild wie mal gelb. Also, findet ihr Design cool? Yoga, alle Yoga. Okay, manche schreiben auch normal. Also war mir schon klar, dass nicht jedem gefallen wird, aber ich finde, das sieht schon böse aus hier, dieses Camouflage-Design. Warte mal, bis da noch Felgen drauf sind, Leute. Ihr müsst das... Ich bin ein Visionär. Ihr müsst das Gesamtbild sehen. Ihr müsst das Gesamtbild erkennen, Leute. Ihr müsst... Boah, rot. Obwohl, rot ist, finde ich, ein Ticken zu dunkel für Carbon. Auch nicht schlecht. Hell orange. Ha! Alter, gelb. Gelb sieht halt auch dieses ganz Asoziale aus. Oder was, glaube ich, auch krass aussehen könnte, ist weiß. Eben wegen diesem Ding drauf. Wegen diesem Design. Ja, weiß ballert halt irgendwo auch. Leute, also ich würde sagen, schreibt mir mal in den Live-Chat entweder orange oder weiß. Weil das Ding ist, weiß passt halt extrem gut, weil dann alles schwarz-weiß ist. Wir haben hier rote Akzente auf den Bremssätteln rote Akzente. Und in die Felgen könnten wir auch nochmal rote Akzente reinpacken. Also ich glaube, in weiß ballert der auch schon. Also entweder jetzt weiß oder orange in den Chat. Ihr dürft entscheiden, Leute. Es liegt bei euch. It's up to you. Also ich habe jetzt mal weiß gemacht, aber ich werde es natürlich auch gerne noch ändern, Leute. Sekundärfarbe haben wir hier nichts drin. Ändert sich gar nichts. Egal. Weiß, okay. Ich schau gerade mal. Okay, die meisten sind tatsächlich für weiß, Leute. Okay. Ich glaube, jetzt gerade 98% vom Live-Chat sind für weiß. Dann werden wir weiß nehmen. Uff, was ist passiert? So, schauen wir mal. Was gibt's hier alles? Also, ich glaube, hier gibt's noch die ein oder anderen fetten Dachoptionen. Carbondach. Uff, Leute. Uff. Alter, Digga, der sieht ja ganz böse aus. Ich freue mich. Also ich sag euch ehrlich, der Wagen ist schon mega nice. Ich freue mich aber sogar noch mehr auf den BMW X5. Oh, Bruder. Also, ich würde sagen, nehmen wir wirklich eiskalt hier das Carbondach. Obwohl, ist eigentlich auch nicht schlecht hier so mit dem Ding noch. Nee, wir nehmen Carbon. Wir machen einfach so viel wie möglich Carbon an dem Auto. Das riecht nach so einem Tuning. Das soll riecht nach so einer Tuning-Karre aussehen. So, Seitenverkleidung. Jetzt will ich aber auch nochmal ordentlich was sehen hier. Fette Carbon-Parts, bitte. Ja, hier haben wir doch.
Steht noch hier so eine Seitenschweller, Carbon und Wettkampf heißt das. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir. Okay, Leute, jetzt Hexspoiler. Jetzt Hexspoiler. Wir sind ja auf fast 6000 Zuschauer, Leute. Lasst alle mal ein Like da, wenn euch der Livestream gefällt. Wenn ihr auch die Tage... Ich denke mal, wir werden die nächsten Tage auch noch die ganze Mission und so weiter streamen. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall für morgen, das war jetzt alles so ein bisschen hinher, aber morgen, wenn ihr den Streamer entschaltet, ist dann alles perfekt eingerichtet. Dafür werde ich sorgen, Leute. So, okay. Also wir haben hier einmal die Möglichkeit, sag ich mal, so einen kleinen, wie heißt das hier? Kleine Carbon-Spoilerlippe. Ja, ist nicht viel, aber so ein kleines Carbon-Teil. Okay, geht aber noch besser. Das geht noch besser. Dann können wir hier so einen größeren Spoiler dran machen. Das finde ich schon ehrlich nicht schlecht, Leute. Also ich mag das auch ehrlich gesagt, wenn Spoiler so dezenter sind, weil das sieht auch von der Seite eigentlich immer ziemlich cool aus, wenn das hinten nochmal so ein bisschen hoch geht. Wir schauen weiter. Oh, hier sogar mit so, mit diesen, wie nennt man das? Mit diesen Stützen dran. Boah, das sieht, wow. Oh, okay, oder so verschraubt. Auch krass. Oh Gott. Ey, das Auto hat ja mega heftige. Alter. Ey, Leute, wie krank sieht das bitte aus? Seid mal ehrlich. Da können wir noch so... Ja, okay, und jetzt kommen halt schon die fetten... Ich meine, ich kenne meine Community. Ich weiß, ihr wollt eigentlich immer diese fetten Spoiler haben. Aber, Leute, auf Real Talk... Ich finde den hier am krassesten. Ich finde das mit diesen Querstreben am geilsten. Spoiler, Federung, ganz... Der Wagen muss richtig auf der Straße liegen. Ganz tief, Getriebe, Renngetriebe, natürlich best vom Besten. Turbo-Tuning, der Wagen muss ja auch was können hier. Reifen. Jetzt, Leute, jetzt werdet ihr sehen. Ihr wisst, was ich immer sage. Was ist die Weisheit von iCramix? iCramix, seine Weisheiten sind immer, ein Auto, bei einem Auto am wichtigsten, was das Design, was die Optik angeht, sind die Felgen. Das holt nochmal am meisten raus. Und jetzt machen wir Trick 17, was iCramix Felgen angeht. Ihr wisst, das machen wir immer bei unseren Autos. Einmal bitte meine Lieblingsfelgen, obwohl wir könnten auch, die würden eigentlich auch passen. Die würden auch passen. Ah, ich weiß es nicht. Ja doch, wir nehmen die. So, jetzt machen wir Felgenfarbe. Machen wir jetzt auf Rot. Ganz wichtig, weil jetzt ist alles weiß, schwarz, rot. Alles passt, ihr werdet es vom Design her sehen. Ihr wisst, meine Autos sind immer mit Stil gemacht, meine Autos. Zack, rot. Easy. Easy, Leute. Reifenverbesserung, schussliche Reifen. Zack, Reifenmuster, here we go. Reifenquallen, machen wir dann roten Reifenquallen. Oder, also, ich finde, das Auto sieht sehr, sehr heftig aus. Immer ganz schwarze Scheiben. Einzige, was jetzt noch geändert werden muss, ist die Untergrundbeleuchtung. Wo haben wir es denn hier? Lichter, genau. Die Untergrundbelichtung, die muss jetzt noch rot sein. Boah. Also Leute, es tut mir leid, aber wer dieses Auto jetzt nicht krank findet, wer diesen Wagen jetzt nicht geil findet, da, dem kann ich wirklich nicht mehr helfen. Oh, ho, ho, ho. Oh mein Gott! Alter, wie der auch ausbricht, wie der am Rumschiften ist. Oh mein Gott, Bruder. Okay, erstmal wurde dagegen gebrettert. Geil, geil. Feier ich, Leute. Also, Leute, schreibt mal in den Live-Chat rein. Findet ihr den Wagen cool so? Gefällt der euch? Aber ich finde, schaut mal alles. Selbst diese kleine, selbst von dem Design, diese kleine Linie, was durch den Wagen zieht. Alles weiß, schwarz und rot. Alles passt hier, alles. Es kommt keine andere Farbe in diesem Wagen drin vor. Heftig. Also ich würde fast sagen, das ist eins meiner besten Tunings überhaupt. Rein einfach von den Farben her ist das übertrieben krank. So, aber wir müssen jetzt mal den Wagen ein bisschen wegfahren und schnappen uns dann ein anderes Auto und werden uns dann den BMW X5 bestellen. Den müssen wir ja natürlich auch noch tunen, wichtig. So, den parken wir mal kurz hier. Zack. Schön geparkt. Gib mir mal ein Auto. Gib mir mal dein Audi R8 hier, du Paul Berger. Gib mir mal dein Audi R8, bevor ich mich vergesse. So, okay. Bevor ich mich ver... okay.
Ich hoffe, ich bin weit. Ja, doch, von. Ich glaube, hier bin ich weit genug weg, um mein anderes Auto vom Mechaniker zu bestellen. Wunderlich, ich von Lester schon. Hat Lester sich schon bei uns gemeldet? Ich weiß gar nicht. Nein. Och, jetzt rufe ich auch noch das Falsche an. Mechaniker, Leute. You need something, huh? When you ride? Let me know. Dann geht der Livestream. Ich werde lang streamen, Leute. Macht euch darum mal keine Sorgen. Ich werde heute länger streamen. So, jetzt brauchen wir hier den BMW X5. Und Leute, der Wagen, ich finde, der sieht jetzt schon, also vorhin auf dem Bild, als ich den bestellt habe, da sah der schon so brachial aus. Und wenn der jetzt nur einigermaßen Tuning-Möglichkeiten hat, dann wird der wirklich sehr, sehr krank, der Wagen. Dann wird der geisteskrank. Ey Leute, bitte wundert euch nicht, wenn ich teilweise komische Sachen mache. Wie gesagt, ich habe noch nie GTA 5 mit... Boah, der sieht nice aus. Der sieht jetzt schon... Den haben die ja so krank kopiert. Also, ich finde, da erkennt man sofort, dass ein X5. Da erkennt man sofort, dass ein BMW X5. Krass. Allein die Lichter, diese Angel Eyes. Geil, haben die so heftig nachgemacht von Mercedes. Von BMW. So, bitte, beten. Wir beten jetzt zum GTA-Gott, bevor wir reinfahren. Eine Schweigeminute. Wir beten zum GTA-Gott, dass wir heftige Tuning-Möglichkeiten haben. Ich finde auch die Musik im Hintergrund nice. So ein bisschen so diese Underground-Beat-mäßige. Panzerung. Okay, natürlich. Beste Panzerung, weil der Wagen wird ein Panzer, Digga. Schaut euch den jetzt schon mal an. Ihr wisst, wie die meisten ungetunten Autos aussehen. Die meisten ungetunten Autos sehen aus wie mein Fuß, Digga. Ja, und glaubt mir, die wollten nicht aussehen wie mein Fuß. Und ey, allein, glaubt es mir, wenn der Wagen ein bisschen Frontspoiler, ein bisschen Carbon-Paket hat, dann wird's ganz asozial. Rennbremsen natürlich auch rein, zack, zack. Oh, ja, Leute, ja, Mann, here we go. Schaut euch das an. Oh, ja. Oh, ja, geil, Digga, das sind die Teile, die ich wollte. Guck mal, so sieht ohne aus und einfach hier so eine richtig fette Carbon-Lippe dranhängen. Ja, Mann, Digga, boah, der wird brachial aussehen. Guck mal, der ist jetzt schon ein ganzes Stück tiefer. Vertraut mir, der Wagen wird brachial aussehen. Vertraut mal dem King Crimex. Hä, warum aus Plastik denn hinten die Stoßstange? Machen wir natürlich hier aus Carbon. Wie sehen wir denn aus? Oder, obwohl, nee, die machen wir lieber... Oder ändert es eigentlich gar nichts. Ah, das ist der... Ja, okay, hinten ist ein bisschen enttäuschend, aber gut, lassen wir so. Können wir ja später noch gucken, wie das mit der Farbe dann fittet. Obwohl, warte, machen wir jetzt schon mal aus Carbon. Wir machen einfach mal aus Carbon, einfach weil Carbon nice ist. Motor, natürlich besten Motor rein, müssen wir... Digga, der sieht jetzt schon geil aus. Oder? Also seid mal ehrlich, der Wagen sieht jetzt schon geil aus. BMW X5, also manchmal... Ich habe erst neulich in Real Life einen weißen neuen BMW X5 gesehen, auch schön ausgestattet. Der sah wirklich geil aus, der Wagen. Was haben wir hier für Auspuffrohre? Also ich bin immer Fan von fetten Auspuffrohren und runde Auspuffrohre finde ich immer geil. Das heißt, so standardmäßig mit so Auspuffklappen ist nicht so schön. Dann hier haben wir so schöne Runde, sieht schon nice aus. Aus Titan mag ich nicht so. Aluminium finde ich schön. Schön hell, sieht man schön. Oder halt hier, ne, so richtig zwei fette Rohre. Das sieht schon auch gewalt... Bruder, das sieht gewalt... Carbon! Ein Carbon-Auspuff nehmen wir rein. Stark. Das sieht geisteskrank aus. Kotflügel, Digga. Digga. Breitbau-Kit. Ja, Mann. Bruder. Guck mal, so sieht der Wagen normal aus, ne? So halt schmal, an den Reifen so runter, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So schmalen Reifen runter. Und jetzt hier Breitbau-Kit. Natürlich aus Carbon. Man kennt ihn, Digga. Stark, Digga. Stark. Der Wagen wird schön. Ich hab's von Anfang... Und jetzt bitte gib mir so Querstreben, die so runtergehen. Dann raste ich hier komplett aus. Oh. Bruder, meine Gebete werden erhört heute. Das sieht auch... Nee, wir nehmen hier die schwarzen Querstreben. Auch aus Carbon, Digga.
Glaubt es mir. Es wird böse. Es wird böse, das Auto. Bruder, also das würde ich jetzt hier nicht aus Carbon machen, aber geil. Einfach brutal, Digga. Einfach brutal. Hupe unnötig. Lichter. Xenons. Neonkids, schaue ich mal, was für eine Farbe wir uns letztendlich entscheiden. Boah, der hat ja auch Designs. Lol. Man kann den in Deutschland Flagge drauf machen, aber finde ich, sieht scheiße. Sieht scheiße aus, Digga. Ich weiß nicht, bei so einem Auto habe ich nicht so das Bedürfnis, da so ein Design drauf zu klatschen. Vielleicht so was Kleines. Ja, ne, so ein. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Wie sagt man? Camouflage muss. Also, ich sag mal, das höchste der Gefühle. Das höchste der Gefühle, wenn ihr wirklich hier ein Design haben wollt, dann würde ich das hier drauf machen, aber nicht mehr. Finde ich nicht krass. Ich würde sogar eher weglassen. Ich finde, das ist kein Auto, wo man Design drauf. Also, tut mir leid, Leute, aber fühle ich hier nicht. Können wir aus Carbon hier machen wieder. Also, ich merke, Rockstar Games hat irgendwie Bock auf Carbon hier bei dem Update. Die ganzen Autos immer voll viel mit Carbon-Teilen, aber finde ich nice. Gefällt mir. Okay, jetzt die Lackierung. Jetzt müssen wir uns gut dafür entscheiden. Entweder machen wir wirklich, was ich für meinen Teil glaube. Weil wir relativ viel mit schwarzen Carbon-Teilen gearbeitet haben, wird das krass aussehen, wenn wir den Wagen so dunkelgrau machen, wie mein S-Klasse war oder jetzt mein Range Rover. Ich glaube, das wird krass aussehen. So die Richtung. Schwarzer Stahl. Der Wagen muss, ich finde, der muss böse aussehen. Da würde ich jetzt ungern irgendwie so ein Bunt, so ein Blau, so ein Babyblau oder so nehmen. Weil ich finde, das sieht nicht böse. Vielleicht matt schwarz sogar. Vielleicht sogar ein matt schwarz. Oder ein Weiß. Oder ein Weiß. Wegen den schwarzen Akzenten wird, glaube ich, auch nice aussehen. Wir schauen mal, Leute. Ja, guck mal, das ist jetzt allein schon Diamantblau. Weiß wird, glaube ich, stark aussehen. Leute, was sagt ihr? Ich finde das auch irgendwie so ein Auto, was weiß krass aussieht, aber wir können ja mal Mattfarben an. Lasst uns mal Mattfarben ein bisschen anschauen. Wir dürfen ja nicht uns direkt immer entscheiden für irgendwas. Matt-schwarz sieht halt, finde ich, auch geisteskrank aus, weil alles so schwarz ist. So ein hellgrau. Sieht auch böse aus. Sieht auch böse aus, finde ich. Kann man auch nichts dagegen sagen. Eis. Matt-weiß. Auch stark. Ja, ist jetzt die Frage. Wir schauen mal. Vielleicht sogar diese Metallfarben. Naja. Könnt ihr mal kurz in den Live-Chat reinschreiben, was euch bis jetzt am besten gefallen hat? Was hat euch bis jetzt am besten gefallen, Leute? Blau? Sicher blau? Also wenn, dann so ein dunkles Blau, jetzt nicht so ein helles Blau. So, das wäre so. Ich fühle das nicht so. Das fühle ich nicht so, Leute. Ich will es natürlich euch auch immer recht machen. Ich finde, das ist keine Farbe für das Auto. Wisst ihr, wie ich meine? Ist schön, aber passt nicht auf das Auto. Also ich für meinen Teil fand zum Beispiel allein weiß krass. Weil eben so viel mit weiß-schwarz gearbeitet wurde. Oder so ein Grau. Hier so ein dunkler Stahl oder so ein Anthrazit oder Graphit oder wie die ganzen Dödels hier. Ja gut, das ist ja auch schon wieder sehr... Vertraut mir, Leute, wir nehmen Weiß, okay? Vertraut mir. Wir nehmen hier dieses Frostweiß, so ein leicht gräuliches Weiß. Vertraut mir, es wird krank aussehen. Sekundärfarbe. Das können wir jetzt hier alles machen. Alex. Was ändert sich denn dadurch? Oh, ich sehe hier auf der Tür. Ändert sich noch irgendwas? Hinten? Ne, nur hier die Tür. Da wäre es eigentlich jetzt nur logisch, so ein... Ja, ein Weiß oder ein Schwarz zu nehmen. Ich nehme mir einfach so ein Carbon-Schwarz. So ein bisschen Akzente schaffen, Leute.
Oh, wir können den Innenraum wir sein. Oh. Ach, aber nur die Nähte hier, oder was? Ah, das finde ich schade, dass wir leider nur die Nähte verändern können. Ich würde sagen, nehmen wir hier auf jeden Fall so ein Rot rein. Hat da innen drin auch rote Nähte. Oh. Schau mal, Leute. Der hat ein Panoramadach, der Wagen. Krass. Und die Dachabdeckung können wir mit Sekundärfarbe machen oder in Carbon. Komm, hauen wir hier einfach mal Carbon rauf. Hauen wir einfach aufs ganze Dach nochmal Carbon rauf. Was kostet die Welt, Leute? Was kostet die Welt? Carbon Tuning. So ein Seitendiffusor. Ah, ich finde das aber ein bisschen zu viel Schwarz da an der Seite. Ich würde da einfach nur noch so mal so eine kleine Leiste dran packen. So. Oh, okay, Spoiler. Wir können hier an diesem BMW X5 einen Spoiler. Also ich glaube wirklich, das wird eins meiner neuen Lieblingsauto, weil der Wagen so schön aussieht. Wir können hier einmal so einen kleinen... Oh, warte, ihr seht das gar nicht wegen der Facecam so richtig. Einmal so eine kleine Leiste dran machen. Ja, hier ein bisschen was größer. Das aus Carbon. Ja, finde ich eigentlich nicht schlecht hier. Sowas aus Carbon, oder? Oder hier in der Hauptfarbe. In der Hauptfarbe sieht das natürlich auch nicht schlecht aus. Obwohl, wir machen es in Carbon, Leute. Wir machen es in Carbon. Ich finde, eigentlich bin ich bei SUVs nie dafür, die tiefer zu legen. Aber ich finde, der Wagen liegt ein bisschen zu hoch über dem Radstand. Was? Schau mal, wie tief man den legen kann. Was, Digga? Das ist nicht gemoddet oder so. Ich würde den eins tiefer legen. Eins tiefer legen würde ich den. Nicht mehr. Digga, das ist ja ganz krank. So finde ich, sieht der Wagen sehr, sehr schön aus. Oh, was hatten wir hier noch? Turbo, was sind denn Turbulatoren? Also der hat jetzt schon einen Turbulator oben. Keine Ahnung, was auch immer das ist, aber... Können wir hier so zwei machen. Machen wir einfach das Teuerste. Getriebe tun wir auch beste reinhauen. Turbo. Reifen. So. Eine Sekunde, meine Freunde. Ich will hier mal ganz kurz ein bisschen eine andere Musik draufhauen. Ich mache ein bisschen andere Musik drauf. Ein bisschen was lässigeres. So, okay, wir sind wieder back in GTA. Felgentyp. Und wenn wir jetzt hier unsere klassischen Felgen draufhauen, es wird geisteskrank. Es wird geisteskrank, Leute. Ho! Haha! Digga! Eigentlich müsste ich mit Philipp mal so ein bisschen Autovergleich machen, so ein bisschen Tuning-Battle-Metal-mäßig. Fenster, zack. Also, ganz ehrlich, Leute, sagt mir, wenn ihr den Wagen nicht nice findet, aber ich finde ihn übertrieben nice. Digga, das ist ja schon wieder hier so eine Einschlafmusik. Ich wollte hier extra so ein bisschen was machen, was mehr. Warte mal, so, jetzt machen wir hier mal ein bisschen. Digga, hier klingt einfach alles gleich bei Epidemic. Was ist das denn? Digga. Ey, also. Warte mal.
Digga, was ist das hier für eine Musik, Digga? Pros, warte mal. Ah ja. Also, warte, ich hab's gleich. Warte mal. Spotify. About to leave. Okay. Jetzt haben wir hier ein bisschen. Ich hoffe spannendere Musik drauf. So, okay. Also ich finde, der Wagen ist sehr, sehr krank. Ich werde jetzt mal Discord gehen, mit Philipp quatschen. Und ich fordere Standard-Skill. Ich fordere dich zu einem offiziellen Tuning-Duell heraus. Wie findet ihr den Wagen? Seid mir ehrlich, Leute. Also ich finde den nice. Mir gefällt der sehr gut. Ich finde den nice, Leute. Boah! Richtig fette Breitreifen hier. Ich fordere Standard-Skill zu einem Tuning-Duell raus. Ich rufe ihn jetzt an. Leute. Ey, ich fordere dich zum Tuning-Duell raus. Nein. Wie nein? Das reicht mir, Digga. Hast du Angst? Was hat er gesagt? Was? Ich verstehe dich nicht. Jetzt übertreibt er hier komplett. Warum verstehst du mich denn nicht? Anscheinend verstehst du mich doch gut. Okay, wen wollte ich jetzt tun eigentlich, ne? Digga, ich glaube, du hast Angst. Ich glaube, du hast, glaube ich, einfach Angst vor mir. Guck mal, wie krank der aussieht. Wen wollte ich jetzt tun, Digga? Wie, was hast du die ganze Zeit gemacht? Nur ein Auto? Wen wollte ich jetzt tun, Digga? Hast du die ganze Zeit nur ein Auto getunt, oder was? Wir treffen uns jetzt zum Tuning-Battle. Ja, ich hab schon getunt. Ja, ich denke, wir wollen Tuning-Battle machen. Ja, nee, du kommst. Nee. Du kommst mit deinem Fertigen und dann schauen wir, welcher besser aussieht. Okay, Digga. Okay. Aber den hast du jetzt schon gesehen. Ja, ich lade dich in der Sitzung ein, ja? Ja. Okay. Und komm mal Discord. Ich komm Discord. Ich auch. So. So, Leute. Dann werden wir den mal abziehen, ey. Oh, ah. So, Leute. Ich werde jetzt hier mal Discord gehen. Jetzt Schluss mit lustig. Ich sag's euch. Es ist Schluss mit lustig jetzt. Ja! Warum schreit der denn so rum da unten? Hier, Livestream. Ich bin im Livestream-Channel. Wenn Standard Skill sich traut, kommt er. Ja? Wenn er sich traut, wird er kommen. Aber ich glaube, Philipp ist ein Angsthase. Ich glaube, Philipp ist ein kleiner Angsthase. Ich glaube, deswegen wird er nicht kommen. So. Boah, also seid mal ehrlich, ich finde, den haben wir schon krank getunt, den Wagen. Macht richtig Spaß, damit rumzufahren. Weil der einfach so aggressiv aussieht wegen diesem Kühlergrill. Guck mal, wie man damit Leute einfach über einen Haufen brettert. Digga, ganz, ganz kranker Wagen. So läuft das hier. Aber Leute, bis Philipp das den Wagen getunt hat, werden wir jetzt schon mal zu Leicester fahren. Damit wir hier, damit
Oh. Ey, also der Wagen ist wirklich zu krank. Er ist wirklich zu krank, Digga. Komm, wie wir damit alles zur Seite rammen. Warte. Ach du Kacke. Wir testen mal, wie geländefähig der Wagen ist, ob man damit gut auf Treppen fahren kann. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Philipp traut sich schon wieder nicht. Ich glaube, Philipp traut sich nicht, deswegen kommt er nicht Discord. Okay, der Wagen ist auf jeden Fall geländefähig. Ich schaue ihn nur noch mal kurz was, ob hier bei mir alles richtig eingestellt ist. Hört ihr mich eigentlich gut, Leute? Hört ihr mich gut? Hier, alle mal eine 1 in den Chat, wenn ihr mich gut hört. Oh, warte mal, was ist hier gerade passiert? Hier kamen gerade von Blacky Mark Pommes. Digga, er haut hier 11 Euro aus. Vielen Dank dafür, Blacky Mark Pommes. Ehrenbruder. Korrekt. Kuss geht raus. So. Ach, scheiße, jetzt habe ich vergessen, den Kommentar wegzumachen. Dankeschön, warte mal, schreib Blacky Mark Pommes. Hey, hey, du Paul Berger. Ich grüße dich, Ehre. So. Okay. Leute. Okay, wir fahren jetzt wie gesagt zu Leicester, damit wir uns mal, weil man kann sich ja jetzt irgendwie hier bei diesem neuen Update, kann man sich eine eigene Spielhalle in GTA 5 kaufen, also komplett krank. Komplett geisteskrank. Komplett geisteskrank, Leute. Oh mein Gott! Nein, ey! Jetzt testen wir auch noch, ob der Wagen wasserfest ist. Ist ja auch wichtig. Okay, das war ein bisschen zu tief. Nein! Er fährt noch! Und jetzt ist er kaputt. Oh Gott. Schade. Hä, ich dachte nicht, dass der so tief geht, weil es hier so flach aussah. Ja gut. Hab ich gesagt, Leute? So, okay, hier ist das L auf der Karte. Jetzt müsste hier eigentlich Lester, der Ehrenbruder, kommen. Lester, der Ehrenbruder. Jetzt. Also das, da muss ich wirklich sagen, das hasse ich bei GTA, wenn man so vollgequatscht wird, ja? Dass der mich hier so vollquatscht immer. Hört ihr überhaupt was in GTA? Der Sound ist irgendwie so leise, ne? Ich check gar nicht warum, Leute. Ist voll aufgedreht. Lautstärke. So. Wie? Die haben sein Handy gehackt? Okay, jetzt geht's los. Jetzt beginnt eigentlich das eigentliche DLC erst. Weil bis jetzt haben wir eigentlich schon die Autos getunt, die mit dem DLC reingekommen sind. Und Stani hat schon die Spielhalle, okay. Ja, wir holen uns jetzt auch unsere Spielhalle. Auch wichtig, Leute. Das wollen wir jetzt auch. Ja, ist ja Laber. Quatsch mich hier nicht voll. Mach mal bitte Musik aus. Soll ich lieber Musik ausmachen? Ich schau auf jeden Fall gleich mal, dass ich... Sollte jetzt ja eigentlich lauter sein. Ich check das aber nicht, woran das liegt, dass der GTA-Sound zu leise ist. Das ist ja auf voller Lautstärke, alles auf voll. Aber egal, Leute, ich verspreche euch,
die nächsten Tage, in den nächsten Streams, Leute, ihr werdet, ich dachte nicht, dass es so Probleme macht hier. Okay. Ihr werdet alles in Top-Qualität sehen, mit Controller angeschlossen, gar keine Faxen mehr, Leute, alles perfekt. Oh, hier, der Ehrenbruder haut hier direkt nochmal 11 Euro hinterher, vielen Dank dafür. Warte mal, ich mach mal kurz hier. Gar keinen Bock mehr auf diese Musik hier. War am Anfang cool, aber jetzt kein Bock mehr drauf. Jetzt. Aber ich will lauteren Sound haben, es nervt mich so. Und ich hab alles getan. Wisst ihr, wie es eventuell sein könnte, dass man den Sound noch lauter machen kann? Wisst ihr das eventuell? Ich check das gar nicht, dass so leise ist. Ah. Er ist im... Okay. Okay, okay. Ah, ja, jetzt höre ich dich. Hallo, hallo, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo. Nee, der hört mich, hörst mich gar nicht. Ach, Digga. Der hört mich gar nicht. Ich höre dich wieder nicht, Digga. Stell am besten auch nichts ein, Digga. Ja. Ja, hörst du mich? Jetzt hör ich ja! Dich. Nice. Das okay. Ist ein Scheißhaus hier. Okay, das ist schon mal gut, dass du mich jetzt hörst. Es dauert, bis die Automaten kommen. Digga, ich habe gerade meine ganze Spielerlinie mit Automaten vollgekauft. So, okay. Ich habe jetzt mit Lester gequatscht. Ich glaube... Ja? Kann ich mir, nachdem ich mit Lester gequatscht habe, kann ich mir da auch meine Spielhalle kaufen endlich? Ja, ich muss einmal auf Scheißhaus, Digga. Hallo. Ja. Ja, man kann Spielhallen kaufen. Ja, man kann Spielhallen. Okay, welche? Ich hab mich eingeladen, meine Sitzung. Komm erstmal in meine Sitzung, weil du musst in der öffentlichen Sitzung sein, ne? Um mich eine Spielhalle kaufen zu können. Ja, nein, um die Mission dann. Du musst ja die Vorbereitungsmission machen erstmal. Ah, okay. Ja, komm rein. Warte mal. Bist du als D-King unterwegs? Ja, ich bin D-King. Du bist ja, also. Du kannst hier so viel machen, ne? Ich hab alle Automaten gekauft. Boah, geil, geil. Ich aber bin ich gehypt. Aber Bruder, weißt du, was ich hier an dem PC nicht checke? Ich habe alles auf laut gedreht und irgendwie ist der GTA-Sound trotzdem voll leise. Also. Auch in den Systemeinstellungen. Alles auf full. Aber ja. Ja, in-game. Hast du in-game auch laut? Auch gestellt? In-game. Auch alles auf full. Alles auf full. Check ich nicht. Ja, die Kopfhörer, Digga. Du musst doch drehen an den Kopfhörern. Nee, die Kopfhörer sind auch auf Dings. Nur die Leute hören das nicht so laut. Aber ja. Ihr hört, GTA-Sound ist in Ordnung für euch, oder? Aber, also ist nicht laut, aber Hauptsache ihr hört's. Das ist das Wichtige. Das ist komisch, Digga. Digga, hier Blacky nochmal 11 Euro, vielen Dank dafür. Stream, okay, Digga, Stani auch, ja, Strummy ist auch im Stream. Kommen. Bruder, kommst du jetzt in die Sitzung rein? Ich träum gerade, ja, ich bin in den Wolken. Und jetzt bin ich drin. Ah, warte mal. Jetzt bin ich drin hier, Leute. Leute, ich glaube, meine Automaten sind da. Bist du in der Sitzung drinne? Ich bin jetzt in der Sitzung drinne. Sehr gut, Digga. Wollen wir denn gleich Tuning-Duell? Oh, ey! Bruder, es gibt hier einen Love-Test. Ein Liebestest? Den können wir machen und dann sehen wir, wie wir uns lieben. Oha! Das ist ja voll geil, Leute! Ja, das machen wir auf jeden Fall, ja? Komm her, Johnny Testo! Wie viel lieben wir uns? Ah, okay. Okay. So, wir kaufen uns jetzt erstmal die Spielhalle, Leute. Wichtig. Erstmal die Spielhalle kaufen. So, dafür gehen wir hier auf die Macebank-Seite. Okay, wir sind jetzt hier überall auf der ganzen Map, wie das auch sonst immer ist. Obwohl, ich müde mich kurz, während ich spiele. Was heißt das, Leute? Was? Nein, komm bitte in meine Spielhalle! Ja, Bruder, ich muss doch erstmal eine kaufen. Nein, du kannst in meine kommen. Komm mal kurz in meine. Ich will selbst erst eine kaufen, dann komme ich in deine, okay? Na, komm mal bitte kurz in meine. Okay. Einmal kurz den Love-Test machen. Wo bist du? Einmal den Love-Test, warte, ich komm rein. Digga, der hält mich hier schon wieder ab vom... Ey, guck mal hier, ich kann auch mein Schicksal erfahren. Mein Schicksal von einer Wahrsagerin. Alter. Ich bin... So. Ja. Hey! Ach, das ist jetzt hier deine eigene Spielhalle? Ich sehe jetzt zerklüftete Berge und hungrige Augen. Digga, ist das deine eigene Spielhalle jetzt? Ja. Und warum, was sind das hier für andere Spieler hier drin? Leute, ist das gut, was die gesagt hat? Warum sind hier andere Spieler in deiner Spielhalle? Ja, die sind eingebrochen hier. Komm mal zu mir. Wo bist du? Klopp die mal raus hier. Warte mal, hier. Hier, komm, wir machen den Love-Test. Guck mal, das ist Johnny Testo hier. Guck mal, das ist Johnny Testo hier vor mir. Digga, hier ist der Love-Doktor, okay? Leute! Oh, das ist eine Ansage gemacht. Johnny Testo auf dem Weg jetzt da. Max,
Ja. Wie viel lieben wir uns? Okay, ich drücke E. Wie viel? Sag, er sagt, wie viel. Ich weiß nicht, wie viel. Wie viel lieben wir uns? Ganz viel. Okay, Digga, ich sag, das Thermometer wird platzen. Das Thermometer wird platzen. Oh, iCramix und Standardskill machen den Love-Test. Oh, den Love-Test, Leute. Okay, ich hab gezahlt, 1 Euro. Ich drück. Hast du auch gedrückt? Okay. Oh. Oh, ja. Yeah. Ey, das ist ja schwach, Digga. Das ist gut. Echt? Hot. Warmer, das ist gut, glaube ich. Das ist gut, ne? Dass du die Hälfte aufmach nochmal, Digga, das ist kaputt. Okay, nochmal, Leute. Das war kaputt, Digga. Kaputt. Das war kaputt. Mach nochmal. So. Also, da geht noch mehr, Leute. Da geht noch da mehr geht Liebe. Bis nach oben. Hä? Wieder? Das ist gleich, Digga. Ist das der Automat ist real. Der ist wirklich real, Digga. Okay. Wir können den nicht ficken. Warte. Ich muss mit der anderen hier machen. Mach mal mit dem anderen, was da rauskommt. Komm mal her. Du, komm her. Mit deinen hässlichen Ohrringen vorhin. Komm her. Komm her. Hässlicher, komm her. Nicht du. Johnny, Testo, weg. Ach du Scheiße, Digga. Warte, ich werde mir dann hier mal meine eigene Ding bestellen. So, ich brauche ja auch mal eine eigene Spielhalle, Leute. Ich finde, jeder Mensch sollte eine eigene Spielhalle haben. Komm. Wisst ihr, wie ich meine? Jeder Mensch sollte eine Spielhalle haben. Ich mute mich mal kurz. So, okay. Während wir hier uns die Spielhalle kaufen, werden wir uns muten, Leute. Also, ganz wichtig jetzt. Und bitte hört auf mit Eigenwerbung hier im Live-Chat zu machen, ja? Erstmal, Leute, alle mal ein kostenloses Abo auf Ehrenbruder-Basis da lassen. Wer mich schon abonniert hat, drückt noch die Glocke. Wir sind auf der Road to 2 Millionen Abos. Die würde ich sehr gerne dieses Jahr noch erreichen. Wir schauen erstmal auf der ganzen Karte. Und zwar hier haben wir erstmal eine Spielhalle. Die kostet 1,235 Millionen. Ist jetzt... Ja, dann haben wir hier noch eine für 1,5 Millionen. Okay. Wir wollen uns natürlich die teuerste wie immer kaufen. Haben wir hier eine für 2,5 Millionen. 1,8. 2,3. 2,1. Ich glaube, die hier ist die teuerste. Die 2,5 Millionen ist die teuerste. Teuerste ist immer am besten. Die werden wir uns kaufen, Leute. Oh, das finde ich wirklich bei GTA immer so geil, ob das diese Bunker waren oder die, keine Ahnung was, Clubs und sowas, man da alles kaufen kann. Dass man das immer so selbst einrichten kann. Wir fangen erstmal mit dem Stil an. Wir haben hier einmal erstmal eine völlige Konzentration. Fände ich, passt nicht so zu einer Spielhalle. Das ist ja Arcade-Style. Gut, das finde ich sieht mehr aus wie so ein Restaurant. Glanzvoll. Ich weiß nicht. Was sagt ihr, Leute? Es ist schwer, ist schwer. Was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn hier machen? Was da? Das hier kostet 500.000 Euro Aufpreis? Das sieht doch aber nicht cool aus hier. Der Stil. Enttarnter Hipster. Oder schreibt mal in den Live-Chat, was denn am coolsten hier? Wandmalerei. Okay, schauen wir mal, was hier für Wandmaler. Das kostet aber auch richtig viel Geld. Einmal hier Standard. 50.000 Euro, 56.000. Boah, das sieht aber krass aus in dem Arcade-Center hier. Krass, Digga. Oha, das ist auch krass. 90.000. Das hier ist am teuersten, aber das Schwarz-Weiß finde ich gar nicht so cool. Ich finde, es muss wirklich bunt sein in so einem... Wir überlegen mal. Ich finde, das hier sieht halt so retro aus, ne? Drahtgitter. Ich finde das so ein bisschen retro. Lass mal überlegen, was könnte wirklich in der Spielhalle... Also ich finde gerade das hier, dieses Gesprayte, dieses Graffiti-mäßige, finde ich eigentlich sehr cool. Für eine Spielhalle glanzvoll. Die 2, ne? Viele schreiben 2, das ist glanzvoll. Gut, ich würde auch sagen, wir nehmen das glanzvoll. Aber jetzt, was findet ihr hier bei dem Gesprayten? Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Wobei, bei so einem Arcade-Center, das passt auch. Also ich finde, meiner Meinung jetzt, das mir zu mädchenhaft, meiner Meinung nach am besten ist hier dieses Bunte, dieses Gesprayte. Obwohl, das wird auch gehen, ne? Das wird eigentlich Los Santos, das wird auch gehen hier. Und das ist so retromäßig auch nicht schlecht. Okay, entweder wir nehmen das Gesprayte hier oder wir nehmen das alle Farben. Was findet ihr am besten? Also entweder gesprayt oder wir machen es mit Zahlen. 1, 2, 3, 4... Entweder 4 oder 5, 6, 7, 8. Was? 4? Hä? Ey!
Digga, ich stach gerade der PC. Ich wäre wirklich durchgedreht, wenn jetzt der PC schon. Er hat mich einfach noch rausgeworfen. Digga, jetzt hat der komplett. Hätt's mich nicht noch ein paar Minuten länger drin lassen können, Philipp, Digga. Mein ganzer Kauf jetzt abgebrochen. Warte, wir machen das schnell wieder. Waren wir stehen geblieben, aber ihr könnt mir in der Zeit schon mal in den Live-Chat. Genau, hier waren wir auf Glanz voll. Ah, nein, nein, nein! Noch nicht kaufen. So. Genau, was jetzt? 4. Viele schreiben 4. Also entweder 4 oder 5, 6, 7, 8. Also entweder 4 oder das die Nummer 8. Ich weiß es nicht, was cooler aussieht. Das die 7, so ein Retro-mäßig. Also ich würde schon irgendwas buntes. Ich finde 4 ziemlich cool wegen dem Blau, bin ich ehrlich, Leute. Ich finde die 4 hier. Also mich überzeugt die 4 aktuell am meisten. Gut, dann nehmen wir die 4. Boden, okay, Boden. Was könnte da reinpassen? So, boah, heftigst, Leute. Heftig. Das sieht halt so richtig so. Das glaube ich auch, die wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ist das passend mit dem? Das hier ist der Standardboden. Finde ich, sieht langweilig aus. Sollen wir hier dieses Muster machen? Ich finde das Muster hier eigentlich nicht mal schlecht. Ich glaube, ich nehme mal hier dieses. Oder hier diese Karos. Boah, ich weiß es nicht. Ist schwer zu sagen. Ist schwer zu sagen, Leute. Ich glaube, das hier ist ein bisschen zu bunt hier, die 4. Ich glaube, das ist zu bunt, Leute. Wir können es ja im Nachhinein immer noch ändern, aber warte. Die Wandmalerei. Und dann dazu den Boden. Die Wand, der Boden. Ich glaube, das wird zu bunt. Das wird zu viel. Zu viel des Guten. Ich finde, das hier sieht relativ schlicht, aber trotzdem sympathisch aus hier, diese 8. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, wir nehmen die 8. Dann Neon-Deko. Oh, jetzt hier, Monte würde jetzt hier komplett ausrasten mit Neonfarben. Alter, das ist ja geil. Entweder halt so das langweilig, ohne was. 100.000 Euro kostet dieses Kackschild-Ex. Oh mein Gott, Digga, wie krass. Oh mein Gott, Digga, was kann man hier für kranke Scheiße machen? Oh mein Gott, Digga. Oh. Bruder. Das ist ja mal geil, Digga. Das hier ist, finde ich, so heftig, weil das in diesem Retro-Arcade-Style angelehnt. Boah, geil. Feier ich. Wir nehmen das da, Leute. Safe. Okay, jetzt können wir hier noch einen Privatraum kaufen noch dazu und ein Highscore-Bildschirm. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber Leute, was kostet die... Der müsst ihr euch mal überlegen. Der Privatraum und der Bildschirm kosten hier fast 500.000 Euro extra. Müsst ihr euch mal überlegen. Dann haben wir hier Garage. Packen wir natürlich auch dazu. Digga, jetzt kostet. Was kostet dieses Ding jetzt insgesamt, Digga? 4 Millionen. 4 Millionen. Kostet der Spaß jetzt. Wegpunkt setzen. Egal, wir fahren da direkt hin. Ich will mir das direkt anschauen. Digga, was hier eigentlich schon wieder für eine. So, was denn hier jetzt schon wieder für. Ach, oh, wir sind ja schon da. Wir sind ja schon da. Okay. Philipp hat sich auch das teuerste gekauft, ich merke schon. So, wir gehen jetzt in unser eigenes Arcade-Center rein. Betritt deine Spielhalle. Let's go. Ich bin mal wirklich gespannt darauf, diese Heist-Mission, die man da macht. Oder was das genau mit einer Spielhalle zu tun hat, Leute. Jawohl, Junge. 7500 Zuschauer sind wir hier. Macht mal die 6000 Likes voll und verprügelt alle mal den Abonnieren-Knopf, wenn ihr mich schon nicht abonniert habt. Also Leute, ich hoffe, ich denke mal, das wird ähnlich sein wie beim Bunker. Wenn man die Mission macht, dann wird der Laden schön aussehen. Dann, wisst ihr, wie ich meine? Dann wird irgendwann Geld rumliegen, hier wird was rumliegen. So von den Missionen, so ist das bei GTA immer gemacht. Also wird schon nice, das wird schon nice werden. Ja, arbeite was, Jimmy. Der Jimmy. Was sagst du? Der Lester sagt, was sagst du dazu? Ich find's nicht schlecht, Bruder. Aber es sieht auch noch nicht wirklich schön aus, die Spielhalle. Oder findet ihr, das sieht schön aus? Ich dachte, wo ist denn meine Spielhalle? Wo ist denn meine Spielhalle, wie ich die konfiguriert habe? Oh, der Alex hat hier 11 Euro rausgetroppt. Da schaue ich gleich mal. Danke dafür. Wir schauen uns mal kurz hier dieses Video an. Ach, hier geht's runter in meinen Laden, oder was? Richtig, ist? Ach nee, oh, das ist meine Garage. Boah, krass. Einfach eine fette eigene unterirdische Garage haben wir. Boah, geil. Fluchtwagen können wir da drüben parken. Geil, geil, Leute. Gefällt mir. Another laptop here. Maybe some sleeping quarters.
Sagt, da drüben sind ein paar Schlafplätze, Planungstafeln. Also das heißt, diesen geheimen Untergrundraum, was er gerade gezeigt hat, Leute, das ist, da werden die geheimen, die kriminellen Sachen werden da geplant mit Lester, mit unserer Crew. So, this is the nerve center. I must say, mit der Crew, Leute. Be excited once we've cleared out the casino vault. Or when Thornton Duggan throws himself off the roof. I like you. Es kommen irgendwie bei jedem GTA-Update sind immer so mega nervige Leute da. Ich weiß gar nicht warum. Okay, I'll come back once you've got everything set up. Call me, okay? So, okay, Leute. Alles ist eingerichtet. Fand ich gut, dass, weil normalerweise diese Videos gehen immer richtig lange bei Rockstar Games. Aber finde ich nice. Okay, sehr cool. Jetzt können wir hier den Laptop benutzen. Ich finde es schade. Warum sieht unsere Spielhalle so kacke aus? Wir haben doch die ganz anders konfiguriert. Oder müssen wir dafür erst die Missionen machen. Kann man sich denn hier hinsetzen? Wie geht das? Am Controller ging das immer mit Pfeiltaste. Wie geht das denn hier nochmal? Wie geht das denn hier mit Maus und Tastatur hier dran setzen an den PC? Ach nee, registriere dich als. Okay, wir müssen uns erst. Registriere dich als CEO. Okay, jetzt eh zum Hinsetzen. Easy, Leute, easy. Easy, easy. Taman, taman. Rede bisschen lauter, vielleicht ist bei deinen Einbrech. Ich soll ein bisschen lauter reden wegen Einbrecherschutz. okay, wir benutzen jetzt den Laptop. Oh, Spielhallenmanagement-App gesperrt. Du musst die Ausrüstung für die Spielhalle abholen. Starten. Ach, wir müssen jetzt erst die Ausrüstung für die Spielhalle abholen. Deswegen sieht unsere Spielhalle noch so kacke aus. Alles klar. Kein Problem. Lass mich nur kurz mein Auto bestellen, Lester. Dann machen wir das. Gar kein Problem, Digga. Nachtclub B3. So, wir wollen hier. Ach, den haben wir ja zerstört. Dann egal, nehmen wir unseren anderen, den wir uns getuned haben. Der sah auch schön aus. So, ich schaue hier noch kurz. Alex spielt vor, der hier 11 Euro rausgehauen. Bin mit meinem großen YouTube-Account bei dir gesperrt. Keine Ahnung warum. Stani hat meine fette Doni nicht gesehen. Jetzt musst du ihm zwei Nackenschellen geben. Ballergrad Freundschaftstest 3.0. Sehr stark für den Freundschaftstest 3.0. Kam mir mal sehr geil an. Dankeschön, Alex. Und Nackenschelle bekommt er auf jeden Fall, der Paul Berger. Und ja, warum ist dein Hauptaccount bei mir gesperrt, Digga? Hast du mal früher irgendwie rumgepöbelt bei mir in den Streams, oder? Auf jeden Fall, Dankeschön für die Donation, Bruder. So, aber okay. Ab geht's. Oh, wir müssen 9 Kilometer fahren. Aber egal, kein Problem. Kein Problem mit unserem neuen Karren. Machen wir das schnell. Machen wir das Easiness, Squeeziness. Ich muss auf jeden Fall morgen oder für den nächsten Stream, glaube ich, so eine Software runterladen, damit mein PS4-Controller erkannt wird, hier am PC, weil ich muss auf jeden Fall GTA mit Controller spielen. Ist voll ungewohnt, Maus und Tastatur, Leute. Also wundert euch bitte nicht. Oh, so ist das doch nice. Ups. Ah, ich finde den Wagen auch, also der... Oh. Ja, wie gesagt. Wie gesagt, Maus und Tastatur. Der Wagen ist auch nice. So, was sagt ihr, Stani? Was? Wie? Stani meint, ihr sollt mich pranken? Ey, wir können mal Stani pranken. So ein Ding ist das. Wie kannst du mit Controller spielen? Normalerweise, also bei mir zu Hause, bei meinem Setup zu Hause ist das so. Da habe ich einfach einen PlayStation-Controller mit dem ganz normalen PlayStation, mit dem PS4-Ladekabel. Das ist ja an der einen Seite so ein USB-Ding und auf der anderen Seite dieses PlayStation-Anschluss. Ich glaube, Mini-USB ist das oder so. Einfach in meinen PC reingesteckt und halt mit, also den Controller an den PC angeschlossen einfach. Dann geht das normalerweise. Ach ja. So, was schreibt der Live-Chat?
So, wir brettern hier durch die Nacht, Digga. Wir brettern hier durch die Nacht. Hälfte der Strecke haben wir schon mal. Aber ich finde auch generell, also meiner Meinung nach, GTA 5 ist ein Controller-Spiel. Es ist für mich kein Spiel, was man mit Maus und Tastatur spielt. Also kann man natürlich auch machen, aber ich finde allein so schon dieses Fahren und so, für mich ist das eben ein Controller-Game. Ist wie FIFA, Leute. FIFA, ich kenne keinen Menschen, ich kenne wirklich keinen Menschen, der FIFA mit Maus und Tastatur spielt. Ich fahre hier immer in der Mitte diese Teile um. Alle aus dem Weg, oh. Okay, wir holen jetzt... Wir machen gerade die erste, für alle, die jetzt erst einschalten, wir machen gerade die erste Mission von unserer Spielhalle. Wir müssen jetzt erstmal unser ganzes Spielhallen-Equipment, also von dieser Spielhalle, die wir uns gerade gekauft haben für 2,5 Millionen. Nee, beziehungsweise mit den ganzen Extras hat die 3,9 Millionen gekostet. Müssen wir erstmal das ganze Zeug abholen, weil aktuell sieht... Oh, nicht drüber fallen. Okay, nice. Weil aktuell sieht unsere Spielhalle noch aus wie, wie scheiße. Warum schreiben jetzt alle Plus in den Chat? So, Leuten, Leuten, Leuten. Leute, warum schreibt ihr jetzt dieses Plus in den Chat? Und wir, ja, wir sind gerade bei 7200 Likes. Alle, die noch nicht geliked haben, lasst mal ein Like da, Leute. Ich will hier im Stream auf jeden Fall noch auf 10.000 Likes kommen. Das wäre Ehrensache. Okay, ja gut, wir sind jetzt hier angekommen. Warte, bis Lester die Ausrüstung gefunden hat. Ja, wie lange braucht der... Ich habe 3,9 Millionen für die Ausrüstung gelegt. Okay, er hat wohl meine Ausrüstung gefunden. Und irgendwas, er meinte, schnapp dir die Ausrüstung. Wie? Wie muss ich meine Ausrüstung jetzt erstmal von Leuten zurückklauen, oder was? Irgendwas stand da gerade, dass mein... Hat ja jemand meine Ausrüstung geklaut? Warte mal. Wo? Wo? Wo sind die? Hier sind die Diebe. Ich muss ja... Oh, Digga, jetzt muss ich auch noch in die Stadt reinfahren.